Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Super 7 Testformat an und wir beginnen auch direkt mit der ersten Einsendung. Die kommt von Name Lost mit seinem Hoonigan Bernyard und er hat folgendes dazu geschrieben. Perfekt. Er hat nichts dazu geschrieben. Aber ja, gucken wir mal, was uns einfach erwartet. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass es eine Fähigkeitswertungsherausforderung ist und Schwierigkeitsgrad einfach. Also sollte wohl nicht so schwer sein. Wir verlassen erstmal unser Grundstück hier, damit wir eben den beigelegten neunstelligen Code eingeben können. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich parke hier mal so am Rand. Und dann gehen wir hier auf den Creative Hub, dann allerdings nicht zu Event Lab, sondern zu Super 7. Und dann können wir das Ganze nämlich hier auch suchen. Ja, wenn das Ding hier nicht rumbacken würde. So, zack. 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 Ich glaube aber, er hat sogar bei der Herausforderung selber was aber dann geschrieben. Also nicht bei der Einsendung ins Formular, aber hier glaube ich. Wir gucken mal, ob das so richtig ist. Denn wie auch beim Streckentestformat gucke ich ja immer im Vorfeld, ob man entsprechend halt auch was findet. Und das war auch so. Und da steht auch was, zeige auf dem Hoonigan Bernyard, was du kannst und erreiche in 5 Minuten möglichst viele Skillpoints. Okay, also, ja, passt. Einfach nur die Beschreibung, was man eben tun muss. Dann gucken wir doch mal, was wir mit dem Hoonitruck hier so machen können. Also, es geht auf jeden Fall halt 5 Minuten. Weil es halt eben auf eine Wertung ankommt. Das sieht ja schon mal cool aus hier mit den zwischen den Containern. Und ja, da muss ich, glaube ich, die Fähigkeiten am besten aktivieren. Damit wir das auch sehen, was wir hier machen. Ich weiß noch, die letzte Fähigkeitswertung bei Super 7 habe ich ja chlorreich verkackt am Ende. Also es wäre easy gegangen, aber ich habe am Ende gedacht, ich muss es zerstören, sowas. Aber Ziel ist 4000. Ja, okay, gut, dann kann das ja egal sein. Dann machen wir jetzt einfach irgendwas. Ich bin jetzt gerade. Ich glaube, irgendwo geht's hier. Geht's hier nie? Achso, das ist alles, oder was? Ich dachte, hier geht's irgendwie raus. Okay, das ist ja interessant. Nee, das ist es. Okay, es sieht schon cool aus, aber ich dachte, das ist jetzt irgendwie so eine riesige Challenge-Etappe, was auch immer. Also, ist schon irgendwie cool, weil ich glaube, es gibt ja so bei gewissen, ja, Messen, Autoshows, gibt es ja manchmal so abgesteckte Bereiche, wo dann so irgendwelche Drifter ihre Drift-Shows machen und die haben ja oftmals auch gar nicht so viel Platz. Allerdings für diesen riesen Uni-Truck, das ist jetzt schon echt nicht viel Platz, finde ich. Also, Uni, okay. Aber cool ist auf jeden Fall. Hab mich nur gerade nicht hier am besten. Das Problem ist halt, der erste Gang ist halt ultra lang übersetzt und kriegst halt dann fast kaum genug Spin hin. Also das mit den 4000 Punkten klingt erstmal ja schäbig, aber dadurch, dass man echt hier nicht so viel Platz hat, gar nicht so einfach. Also, ja, mit einem anderen Fahrzeug vielleicht wäre es ein bisschen cooler, vielleicht sogar auch wirklich eins mit Hinterradantrieb. Und dann könnte man da wirklich so enge Zirkel oder so ziehen. Vielleicht ein Ticken größerer Abschnitt auch. Aber ansonsten finde ich es eigentlich eine coole Sache. Man muss halt dann hier wirklich sehr feinfühlig driften. Auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank für die Einsendung. Hier gerade so ein bisschen Achter zu driften, aber eigentlich so mal so einfach. Jetzt versuchen wir vielleicht mal so einen Donut hier. Ich glaube, das geht so mit am besten. Plonk. Und was wir mal probieren könnten, wäre folgendes. Hinkrieg. Jawohl. Das geht nämlich mit Allrad ganz gut. Lassen wir es ein bisschen smoken hier. Das ist immerhin cool in Horizon 5 im Vergleich zu den vergangenen Horizon-Teilen. Der Rauch bleibt schon ein bisschen länger stehen.
aufpassen, dass ich hier nicht ranklatsche. Okay. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich das jetzt einfach mal abbrechen, weil ich jetzt einfach sage, so 2 Minuten jetzt einfach hier warten, muss jetzt nicht sein. Deswegen beende ich jetzt mal die Veranstaltung. Also ist klar, um was es geht. Ich glaube, ich hätte es auch geschafft. Ein Like gibt es trotzdem natürlich. Aber einfach, dass wir auch den anderen die Chance geben, ihre Einsendung ja, zu präsentieren. Weil ich glaube, groß verspannt, das wäre jetzt hier nicht noch passiert. Ich hoffe, das ist okay. Ja, und die nächste Einsendung kommt von, ja, eigentlich einem bekannten Namen. Ich habe sogar angekündigt in der letzten, Super 7 wollte ich schon sagen, RTDS-Folge, also Streckentest-Folge. Und zwar von Demented Lamp, ja, On the Run hat er eingereicht. Eine Schadensbegrenzung, Herausforderung. Hey Ray, die Geschichte. Du gerätst auf die falsche Bahn und stiehlst einen Porsche 911 GT3. Ja, also falsche Bahn würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin halt schwach geworden, ja. Also, verstehe ich ja auch. Also, so ein GT3, nimm mal mit. Den du zu deinem Versteck unter der Grand Pointe bringen musst. Du musst auf der Flucht, oder du bist auf der Flucht, doch nimm dich in Acht. Vollgas ist nicht alles. Hindernisse und ein Festival-Event kreuzen deinen Weg. Augen auf und achte auf Details, sonst gehst du kaputt oder verfährst dich. Ohne Schaden schaffst du es nicht. Dein Ziel ist daher, ohne Totalschaden die Herausforderung zu bestehen. Mein Rekord war unter 3 Minuten 47 und ich hoffe, du kommst mit meinem Porsche sowie der Strecke klar. Viel Spaß und liebe Grüße, Steve. PS, folge dem Navi, außer an einer Stelle. Dort ist ein anderer Weg vorgegeben. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was uns erwartet. So, jetzt bin ich schon fast wieder auf Event Lab gegangen. Eher nicht. So. Und dann gucken wir mal. Ja, Schwierigkeitsgrad hat er normal gesagt. Also denke ich mal, wird das jetzt nicht allzu schwer sein. Aber vielleicht habe ich es jetzt auch gechinkst. Ja, man weiß es nicht. Ja, wenn die Folge hier erscheint, könnte sein, dass der GT3 RS, weil das ist ja nicht der RS, mittlerweile schon präsentiert wurde. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist das noch nicht. Ja, da sehen wir mal. Wir sind mal wieder mal voll in der Zeitblasenphysik. Gleich mal Schild mitnehmen, um ein bisschen Schaden schon mal rein zu holen. Bin mal gespannt, ob er da ein paar Hindernisse noch dazu gestellt hat oder so. Jetzt schauen wir einfach mal. Also an einer Stelle dürfen wir nicht der Route folgen, aber das sehen wir dann auch. So habe ich das jetzt im Text entnommen. Ja, da haben wir schon eine Baustelle. Alles klar, cool. Sowas feiere ich, ja. Solche Elemente. Das sind Warnungsschilder, das glaube ich nicht. Voll konzentriert gerade, weil überall könnte ja was kommen, was mir den Weg kreuzt. Okay, hier müssen wir wohl anders fahren, wie es scheint. Gehen wir jetzt eine neue Route oder müssen wir hier jetzt umkehren? Ne, wir fahren jetzt einfach mal hier weiter. Okay, passt. Vielleicht sollte ich mal auch auf die andere Seite wieder wechseln. So, ab jetzt fahre ich dann die Route vielleicht. Ich glaube, hier muss ich springen. Hui! Das tut dem Fahrwerk weh. Das tut noch mehr dem Fahrwerk weh. Was? Fehlgeschlagen? Ah, das war zu viel. Ja, ich hab's gechinkst. Aber warum Sprünge? Man springt doch nicht mit dem GT3. Das ist doch kein Sprungfahrzeug. Naja, gut, okay. Also, vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen bei dem Sprung. Okay, krass. Also, das macht doch deutlich mehr Schaden als gedacht. Vollgas ist nicht alles, ja. Er sagt sogar im Titel. Ich habe natürlich toll Vollgas gegeben. Okay, nochmal. Auf geht's. Kriegen wir hin. Schild geben nehmen wir trotzdem nochmal mit.
blöd, ich sehe nichts. Das tut halt ultra weh. Guck mal, wie viel Schaden das halt macht, so ein Sprung, ne? Da habe ich jetzt vorher auch gar nicht drauf geachtet. Aber das ist schon krass. Also muss ich echt gucken, dass ich da möglichst langsam springe. Also wie ich voll abbremse und ganz langsam drüber fahre oder so. Ich hoffe nur, es reicht dann auch. Ich denke schon, dass wir den Sprung nehmen müssen. Jetzt fast schon gedacht, ja, wow, okay. Ich dachte, man muss da vielleicht drüber fahren über die LKWs, aber ich glaube, er hätte schon drüber springen müssen, weil das hat jetzt noch mehr Schaden gekostet. Ja, mal gucken. Also wenn jetzt noch mehr Sprünge kommen, dann RIP, dann schaffen wir es nicht. Vorne ist nochmal ein Sprung, aber den nehme ich aber nicht. Optisch habe ich jetzt keinen Schaden, ne? Sag einfach, ich habe Schaden. Das ist ja lächerlich. So. Ist Miller, dass ich da nach links war, oder was? Nee, ich habe gesagt, hier lang. Okay. Da lang. Ja, ist richtig. Okay. Okay. So, jetzt bitte keinen Sprung mehr. Das wäre der Tod. Ja, das sollte vielleicht dann nicht das ganze Gestrüpp mitnehmen. Jetzt wird es langsam knapp. Jetzt darf ich mir echt keinen Schrammer mehr leisten. Jetzt ärgert es mich vielleicht doch, dass ich das Stoppschild am Anfang mitgenommen habe. Ja, gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe das einfach zu lasch genommen, die Herausforderung. So aufpassen. Ich glaube halt, den nächsten ja, Pfosten oder sonst was ich mitnehme, ist halt einfach dann der Totalschaden. Ja. Och, Ray, sei doch nicht so dumm. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ach, ich gebe es dir zu, ich will einfach mehr Porsche fahren. Ja, das ist der einzige Grund. Oh, Mann. Ja. So, jetzt aber. Und wenn ich es nicht hinbekomme, dann habe ich es nicht hinbekommen. Dann habe ich halt doch kein GT3. Ja? Gibt es halt doch keinen für mich. So, jetzt nehmen wir auch das Schild am Anfang vielleicht nicht mit. Weil das gar nicht so gar nicht so einfach ist, aber Schaden habe ich dafür. Na, doch minimal. Zumindest, ich glaube, das habe ich jetzt eher für den anderen Ding bekommen. Aber du lenkst schon von selbst dahin, einfach. So, okay, also ich werde jetzt einmal. Da kann man vielleicht bei der Baustelle auch die Rampe umfahren. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Also ich glaube, bei der Autobahn musst du fast die Rampe nehmen. Ja, aber vielleicht nicht. Deswegen, ich gucke jetzt einfach mal, ob man das vielleicht sogar umfahren könnte. Ah, eher nicht, ne? Okay, das macht keinen Sinn. Ich glaube, den muss man schon nehmen oder muss so langsam da drüber fahren, durchfahren. Ja, hat auf jeden Fall nicht so viel Schaden gemacht wie gerade davor. Das ist schon mal gut. Jetzt versuchen wir mal auch langsamer drüber, aber jetzt nicht zu langsam, hätte ich gesagt. So, dass wir diesen
Aufschlag nochmal haben. So, ein bisschen anbremsen. Aber ey, der zieht aber auch nach, immer nach links rüber, ne? Nach rechts rüber. Also, der setzt halt richtig auf, weil er immer so tief liegt. Also, für diese Sprünge ist der halt einfach echt nicht gemacht. Naja, jetzt gucken wir mal. Jetzt schauen wir mal. So, den Sprung nehmen wir definitiv nicht mit, sonst sind wir tot. Da vorne müssen wir, glaube ich, tatsächlich halt wirklich dieses links-rechts fahren, ne? Das sieht schon sehr danach aus, dass wir dann nicht rechts kommen können. Wir könnten, oder? Ja, also geh doch. Haha! Das hat aber ganz schön viel Schaden gemacht. Okay, meinst du, manchmal, die Schadensberechnung ist manchmal ein bisschen komisch, kann das sein? Manchmal kriegst du Schaden ultra viel und manchmal kriegst du kaum Schaden. Naja, gut. Erneut mehr oder weniger die gleiche Challenge. Diesmal vielleicht die Leitplanke nicht berühren. Aber ist ja cool, dann ist es ja auch mal wirklich eine Herausforderung, das zu schaffen. Weil oftmals sind diese Schadensherausforderungen schon sehr einfach. Aber es ist krass, also ich fahre zum Teil ganz normal und krieg. Ja, pass auf, das ist jetzt wahrscheinlich schon der Schaden, oder? Nee. Also manchmal ist echt, wie gesagt, die Schadensberechnung echt fies. Kriegst du wegen kleinsten Sträucher, die irgendwo am Rand sind, schon Schaden rein. So, jetzt aufpassen an der Stelle. So streng ist er nicht mal CVR. CVR mit dieser Schadensberechnung, da hätten wir 500 Festnahmen, sag ich dir. So. Habe ich auch geschafft in 103,47, auch wenn ich einmal abgekürzt habe. Aber ey, war ja erlaubt. An der Stelle. So. Gut, alle guten Dinge sind drei. Ich habe es geschafft. Genug GT3 für heute. Wir wollen ja noch mal ein paar andere Sachen sehen. So, dann haben wir als nächstes von Welpeende Guanajuato Labyrinth 2. Find das Ziel in Guanajuato. Ja, also Labyrinth in Guanajuato, beliebtes Thema, aber bietet sich ja auch irgendwo an. Mal gucken, was uns jetzt für ein Labyrinth erwartet. So. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so viel Zeit mit der einen Herausforderung vergeuden, sage ich jetzt mal. Aber hey, das kann ich nicht immer beeinflussen. Manchmal bin ich halt einfach schlecht. Und manchmal bin ich auch verdammt gut. In dem Fall war ich jetzt eher schlecht. Naja, jetzt gucken wir mal. Also, Labyrinth. Gucken wir mal. Er sagt, 5 bis 15 Minuten kann das dauern. Ich hoffe mal eher 5 Minuten. Damit wir vielleicht noch die letzte Herausforderung heute sehen. Oder beziehungsweise die vierte Herausforderung. Weil die liest sich sehr geil. Ansonsten gibt es sie halt beim nächsten Mal. Jetzt schauen wir einfach mal. Finde das Ziel im Labyrinth. Jo, dann gucken wir mal. Okay, es ist halt eine Route, aber ich glaube, die Route müssen wir oder können wir ignorieren, schätze ich jetzt mal stark. Ich fahre jetzt trotzdem einfach mal, versuche ich mal mehr oder weniger in die Richtung einfach zu fahren und gucke mal, was mich erwartet. Also bis jetzt habe ich noch nicht so das Labyrinth-Feeling. Okay, da oben ist ein. Soll ich da jetzt drauf vertrauen, wenn da so. Hier, komm, machen wir mal. Ja, vertraust du einmal drauf. Ja, ja, 100 Pfeile nach rechts und dann Sackgasse führen. Ha! Nee, nee, so nicht. Okay, hier ist zweigeteilt. Aua. Aber jetzt kann ich das Auto wieder kaputt fahren. Das ist ja kein Schaden hier. Bis jetzt weiß ich noch nicht, ob ich so wahnsinnig viel Labyrinth-Feeling habe oder ob ich jetzt einfach hier irgendwie so nach Gefühl fahre. Aber ich glaube, hier bin ich schon mal falsch, ne? Also,
Mein erster Eindruck ist, es ist relativ offen gehalten, die Strecke oder die Stadt, aber dann halt in manchen Abschnitten doch zugemacht. Da hatten wir schon krassere Labyrinth-Geschichten gesehen, wo du hier wirklich bei jeder Kreuzung dir 10-mal überlegen musstest, okay, macht das jetzt Sinn oder nicht. Deswegen, ja. Mal gucken. Ich denke, das sollte so sein, oder? Also, ich denke, das war schon richtig so. So, ich glaube jetzt hier rechts rum ins Ziel, dass so einfach wir das mir jetzt nicht gemacht haben. Nee. Oh, hier ist auch zu. Verdammt, okay, das war dann natürlich schlecht. Das heißt, ich muss auf die Seite kommen. Okay, I see. Ich glaube, es ist schon nicht von Nachteil, sich auch ein bisschen gut in der Stadt auszukennen. Aber, okay. Also, das war nicht der richtige Weg. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich fahre jetzt aber dann trotzdem nochmal zurück hier. Das ist auch nochmal so eine offene Stelle. Weil dann würde ich ganz gerne gucken, dass ich in den Zügen komme. Ja, hier durch. So, und jetzt, ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass ich hier runterfallen darf, soll, muss, kann. Weiß nicht, ob man das musste oder das der Plan war, aber so müsste man ins Ziel kommen. Sehr gut. Und dann habe ich sogar in unter 3 Minuten geschafft. Ja, also cool auf jeden Fall. Also diese Labyrinth-Herausforderung könnt ihr immer wieder gerne einreichen, wenn ihr da irgendwie sagt, so geil, da kann ich ein cooles Labyrinth machen. Da hatten wir ja auch einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer hat das erstellt gehabt nochmal. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das war richtig, richtig geil. Also mit richtig tausenden Abzweigungen und so, wo du wirklich 5 Meter gefahren bist und dachtest, okay, fuck, wo fahre ich jetzt lang? Wo wir dann quasi den Pinatas folgen mussten, um es uns einfach zu machen. Und, aber so Labyrinth-Herausforderung finde ich immer cool. Auch das, was wir schon mal hatten da mit den Containern, fand ich auch eine geile Idee. Also sowas könnt ihr immer wieder gerne einreichen, weil Labyrinth kann sich ja immer wieder unterscheiden, ne? Also es ist zwar immer wieder ein Labyrinth, aber was für eins und wie es verläuft und wie die Lösung ist, kann ja immer anders sein. Also von dem her ganz cool. Gut, dann kommen wir zur letzten Herausforderung und die kann richtig, richtig heftig werden. Und zwar ist das von Already Gaming Run to LC, also zur Landzone oder Landezone. Ist auch wieder Schadensbegrenzung, oh Gott, das lief ja gerade eben schon so gut. Hallo Spartan Ray, ihr seid einer der wenigen Überlebenden des Absturzes. Ihr M12S Warthog CST ist ein Prototyp, er hat ein verbessertes Fahrwerk und einen verbesserten Motor. Also zerstört ihn nicht. Unglücklicherweise befindet ihr euch in einem Minenfeld, also passt auf, wo ihr hinfahrt. Erreicht die Landezone zur Abholung, ein Pelikan erwartet euch. Hier noch ein paar Tipps. Ich selbst fahre die Strecke in 6 bis 7 Minuten. Am Anfang erwartet dich auf dem Weg Umleitung über teilweise enge Wege, also Vorsicht walten lassen. Auf dem mittleren Stück kannst du auf der Hauptstraße bleiben, länger aber sicher. Oder die Route von Anna kürzer, aber enger und somit gefährlicher nehmen. Ich möchte daraus eine Reihe von Herausforderungen machen und die Story fortsetzen. Ich wünsche dir und jedem, der es suchen möchte, viel Erfolg und forciert nicht gleich, wenn ihr am Anfang 6 bis 8 Versuche braucht. Oh mein Gott. Liebe Grüße, euer Already. Und das ist tatsächlich Schwierigkeitsgrad Dark Souls, ja? Also die höchste, die ich euch zur Verfügung stelle. Also er sagt, das ist schon richtig schwierig. Wenn er schon sagt, 6 bis 8 Versuchen, schaffe ich das noch in der heutigen Folge? I don't know. Wir werden es rausfinden. Wir gucken mal. So. Ist ja vielleicht auch was für euch, um das einfach mal zu machen. Vielleicht bevor ihr guckt, wie ich mich jetzt anstelle, selber direkt testen, ja? Weil ich weiß ja nicht, ob ich da schon irgendwie eine Lösung spoiler oder so. Und dann ist das ja vielleicht cooler, wenn man da auch blind reingeht. Aber so oder so, sehr cool, dass er da eine kleine Reihe draus machen möchte. Feier ich richtig, ne? Ist ja ein bisschen inspiriert ja von der Landezone-Herausforderung, von der Halo-Herausforderung, welche wir in Horizon 4 hatten. Und deswegen, ja, gucken wir mal. Wäre natürlich geil, wenn man auch Halo-Objekte platzieren könnte, ne, um sowas dann wirklich so umsetzen zu können. Aber ja, okay, das sieht auch cool aus mit dem dunklen oder in der Nacht und dann mit den leuchtenden Containern und so. Ja, wir gucken mal. Also ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt einfach mal nach Bauchgefühl vor und dann sehen wir ja, wie weit wir kommen. Und ich denke, man könnte jetzt auch einfach hier rechts abkürzen. Oh, wir müssen sogar Cockpit-Sicht dran. Okay. Kein Zurückspulen, habe ich auch gesehen. Ja, gehabt.
Ja, ich halte mich jetzt einfach mal ein bisschen an die Route. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau ist. Wir haben auch nur 8 Minuten 10 Zeit. Also es ist auch, es geht auch auf Zeit. Zeit, Schadensbegrenzung. Und dann halt natürlich noch hier Objekte im Weg und alles. Also, okay. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich halte mich jetzt erstmal so ein bisschen an die Route. Einmal hat er dann ja gemeint, Hauptstraße fahren dauert länger, ist aber sicherer. Oder wir halten uns an die Route der Minimap. Mal gucken, wann diese Stelle kommt. Bis jetzt halte ich mich jetzt einmal weiterhin da mal dran. Wie gesagt, weil hätte wahrscheinlich am Anfang auch... Okay, jetzt hier... Abbiegen, ja, abbiegen, okay. Man hätte wahrscheinlich auch direkt über die Wüste abkürzen können oder so, aber ich glaube, das ist jetzt nicht im Sinne des Erstellers, deswegen habe ich es jetzt einfach mal gelassen. Ja, fahren aber mal weiter. So, hier jetzt einmal ein bisschen Halo-Musik einfügen. Okay, ich kann das nicht. Vor allem so eine Engelsgesangsstimme habe ich eh nicht. So, ein bisschen Kakteen mitnehmen. Ich stehe schon mit dem engen Weg. Und das Problem ist, diese ganzen Stolpersteinchen kosten alle Schaden. Das ist so assi vom Spiel eigentlich. Also normalerweise sollte das gar nichts machen. Aber ihr seht mal, wie viel Schaden ich jetzt schon habe. Daran wird es jetzt auch scheitern am Ende. Wird sich mal stark. Okay, hier geht's lang, denke ich. Gut, ja. Genau, genau das. So, du fährst dann einmal so ein bisschen über Zaun und kriegst Schaden ohne Ende rein. Ja, das werde ich safe nicht schaffen, jetzt schon nicht. Also an der Stelle muss ich auf jeden Fall super langsam fahren. Das steht schon mal fest. Das ist noch so ein langer Weg, wenn es jetzt so weitergeht. Never ever schaffe ich das. Wie gesagt, ich habe mich ja schon bei der einfacheren Schadensbegrenzungsherausforderung so dumm angestellt. Ja, mehr geht nicht vom Getriebe, ja, falls ihr euch wundert. Schon Knallgas. So, jetzt links oder eben halt rechts fahren. Ja, nee, okay, ich kann, glaube ich, nur so, weil sonst müsste ich das eben so blöd umfahren. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erstellers. Bis jetzt lebe ich noch, aber ich glaube, ich ziehe nur das Unvermeidliche hinaus. So, ich glaube, jetzt könnte man wahrscheinlich einfach weiter Landstraße fahren. Ich gehe jetzt mal nicht das Risiko. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich gehe das Risiko. Aber... da ich jetzt schon so viel Schaden habe, muss ich jetzt, oder gehe ich jetzt den längeren Weg. Ich denke, dass er die Stelle gemeint hat. Das war nicht jetzt schlecht. Ich muss mir aufpassen, dass ich hier wieder keine Zäune oder sonst was mitnehme. Das wäre nämlich jetzt mein Tod. Also, die Herausforderung ist auf jeden Fall super schwierig. Ich glaube, das kann man schon mal so oder so sagen. Ich weiß es halt noch nicht, ob das jetzt wirklich so die richtige Entscheidung war oder halt vom Ersteller so die richtige Idee war. hier ist jetzt weniger die Herausforderung, hier darfst du es einfach nur nicht übertreiben. Dass ich jetzt einfach so weg von seinem eigentlichen Weg gefahren bin. Aber ja, er hat ja gemeint, man kann einmal Langstraße fahren. Es sah jetzt nicht danach aus, dass ich es nicht dürfte. An der einen Stelle. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Solange ich in den unter 8 Minuten 10 bleibe und es dann trotzdem schaffe. Aber es sieht schon danach aus. Er hat jetzt extra hier Schilder und Absperrungen und so. Okay, also scheinbar war das genau die Stelle. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt fahre ich ganz langsam. Jeder Zaun wird mich jetzt töten. Ja, und das Gestrüpp natürlich auch. Da konnte ich aber nicht ausweichen. Da ist der Warfrog einfach zu groß. So, ich fahre jetzt einfach super penibel darum, kein Boxauto zu zerstören. Das ist trotzdem noch 4 Kilometer fast. Also, wenn ich das schaffe mit dem Schaden, dann
Respekt. Ja, dieser Stolperweg, der war das Entscheidende. Der hat mich halt richtig jetzt Leben gekostet. Und dann halt noch gepaart mit schlechtem Fahren und dann, ja. Machen wir mal ganz schnell. Vorsicht. Ich glaube, das war es noch nicht. Wenn jetzt halt natürlich am Ende eine Stelle kommt, wo man safe Schaden bekommt und ich das nicht verhindern kann, dann RIP. Weil ich glaube halt, das ist wie gerade vorhin, kleinste Berührung mit etwas würde mich jetzt halt zerstören. Na, hier könnte man jetzt eigentlich auch theoretisch abkürzen. Mach ich jetzt lieber mal nicht. Zeit hätten wir ja noch genug. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir Offroad fahren. Oh Gott, das werde ich nicht überleben, wenn ich durch den Zaun jetzt brechen muss, ne? Ich muss es aber machen. Alter, okay. Ich muss gucken, dass ich irgendwo durchfahre, wo wenig Sträucher sind, weil auch die machen ja Schaden hier im Spiel, ja. Och nö, also du musst am Anfang, kriegst du halt safe Schaden. Aber wir hätten es dann geschafft, der wäre das Ziel gewesen. Deswegen mache ich jetzt nicht nochmal eine Wiederholung. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, testet selber die Herausforderung aus. Ich finde, ich habe jetzt auch nicht gespoilert, wie der andere Weg aussieht. Deswegen testet das mal einfach für mich aus. Auf jeden Fall, ich glaube, der entscheidende Abschnitt ist einfach der mit diesen Stolpersteinen, da, mit diesen kleinen Steinchen am Rand. Da musst du so super langsam durchfahren und lieber da eine Minute länger brauchen, sage ich jetzt einfach mal, um einfach keinen Schaden zu bekommen. Da bin ich einfach drüber geräubert, weil ich gedacht habe, ja, was soll's, ich habe ein geländegängiges Fahrzeug, aber du kriegst halt Schaden und das darfst du ja nicht kriegen in dem Fall. Deswegen, ey, mega geile Einsendung. Ob's Dark Souls würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ich denke, es ist sehr schwierig oder sehr schwer als Schwierigkeitsgrad hätte gereicht. Aber trotzdem, ist eine Challenge, definitiv. Ja? Und gerade wenn man dann den anderen Weg nimmt, nicht den sicheren, längeren Weg, den ich jetzt nicht angeguckt habe, dann könnte es natürlich sowieso nochmal richtig heftig werden. Aber cool, also die Idee finde ich geil und wenn du da eine Serie draus machen möchtest, hey, hau rein, ja, hau rein, gerne einreichen, von mir aus mache ich dann. Das wäre doch vielleicht eine geile Idee, wenn du da eine Serie machst von 3, 4, 5 solchen Dingen und die da mal alle eingesendet hast, dann würde ich vielleicht diese Herausforderung einfach nochmal machen, ja, und dann aber definitiv den anderen Weg machen. Dann machen wir so eine Folge nur mit dieser Story, so gesehen, ja. Musst du halt wahrscheinlich diese Einsendung nochmal einreichen oder so dann, aber das wäre doch mal ein Deal, oder? So ein kleiner Dings für die Zukunft und ihr könnt aber auch selber, wenn ihr Bock habt, schon mal angucken, wie denn der andere Weg ausgesehen hätte. Auf jeden Fall gerne einreichen, hätte ich Bock drauf. So dieses mit dem Warfog und so finde ich eine geile Idee. Also von dem her gerne, gerne. Auf jeden Fall, das soll es gewesen sein mit, also nee, ich möchte nicht erneut versuchen, das war falsch. Gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch heute gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall riesig gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einsendung. Finde ich immer mega geil, diese Super 7-Geschichten. Generell einfach, was ihr so erstellt, ist immer wieder cool zu sehen. Gibt einfach immer wieder so ein bisschen was Neues. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin raus an dieser Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.